Genuss zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Remastered. Beim letzten Mal haben wir es dann doch mal geschafft, die vogelscheuchen Felder zu durchqueren, den dann doch schon sehr anmutigen und trotzdem sehr tödlichen Gefahren auszuweichen, ein paar Vogelscheuchen in ihre Schranken zu weisen, ein paar Bauern wieder, ja, mehr oder weniger zur Ruhe zu betten. Und haben von einem dann doch schon sehr, naja, nicht sonderlich uns sympathisch gesinnten Held sein Breitschwert spendiert bekommen. Das werden wir natürlich auch gleich mal einweihen, wenn wir in der Kürbisschlucht uns durch dieses fiese Gemüse schnetzeln. Und ich würde mal sagen, legen wir auch gleich mal los. Vom Text her würde ich das mal dezent bezweifeln. Ich jetzt frage, warum ich gerade nichts mache. Ich lausche gerade erstmal der Musik. Ja, in abgewandelter Form. Nicht mehr so epochal wie einst, aber... Alles klar. Voll verkackt. Das waren locker die explodierenden Kürbisse. Garantiert. Mein Hammer. Ich würde mal sagen, wir rüsten mal vorsichtshalber die Wurfdolche aus, weil von denen... Ja, das wollte ich jetzt nicht. Weil von denen haben wir ja noch genügend. Weil was das angeht, bin ich jetzt etwas vorsichtiger geworden. Ja, und verkack schon bei der ersten Wurzel. Richtig so. So. Oh, shit. Ja, schön, dass ihr auch mal kurz angehalten habt. Das war gar nicht meine Absicht. Oh. Ja, doch. Ich hoffe einfach mal, dass das Breitschwert gerade uns nicht den Allerwertesten gerettet hat, sondern auch sich wirklich sehr gut erweist gegenüber dem... gegenüber den Kürbissen. Da will ich jetzt aber noch nicht lang. Noch nicht. Ey, lass mich durch. Lass mich durch, habe ich gesagt. Lass mich durch. Okay, doch, ich will nochmal zurück. Okay, die Ranken bleiben oben. Sehr gut. So, was war das denn hier? Oh, shit. Okay, zurück, glaube ich, kommen wir nicht mehr. Ah, okay. Ja gut, der Seelenkelch, ne? Noch verhältnismäßig nah am Anfang des Levels. Okay, da ist nichts. Sah für den Moment so aus, als könnte man da auch weiter. Kommen wir denn hier wieder raus, ey? Unterwandert man einfach mal das ganze Level. Eine Energieflasche. Jawohl. Oh shit! Nee. Ich weiß jetzt. Also klar, das wird höchstwahrscheinlich der Weg sein, den wir gekommen sind. Oder eigentlich regulär hätten gehen sollen. Das war. Das war gerade richtig assi. Ja komm,
aber ich mach euch fertig. Boah, die sehen ja jetzt wirklich zum Teil noch ekelhafter aus als damals. Irgendwie feiere ich das. Einfach durch da. So, von hier müssten wir eigentlich gekommen sein. Ja, genau. Hier ist der Anfang des Levels. Alles klar. Gut, dann können wir jetzt erstmal wieder das Stückchen zurückgehen. Ungefähr so oder so ähnlich hat sich das damals angehört. Alter! Das war aber nicht nett. Oh, oh. Ah, das Begrüßungskomitee. Ich vermisse eure ekelhaften Zungen. Ja, ich wollte gerade sagen, eure ekelhaften Zungen, aber da habe ich es bei einem gerade gesehen. So, Mondrune schon mal reingesetzt, jawohl. Was haben wir denn hier sonst noch so? Also ich mag das Level, wirklich. Es ist ungefähr so, wie ich das noch mir dachte. Aber ich denke mal, das Breitschwert tut ja auch seinen Zweck. Nicht mehr ganz so krass wie die... wie die Vogelscheuchen. Ja, genau. Achso, das war schon. Aha, alles klar. Dann gehen wir doch mal hier rein. Ja, ein einfaches Drehspiel. Welches man schon mal beim ersten Ansatz komplett verkackt. So viel zu einfach. So. Beides mal mitgenommen. Wieder volles Leben, ey. Sieht gut aus, aber ich glaube nicht, dass das dabei bleiben wird. Hallöchen. So. Wir sind Daniel Landschaftsgärtner und machen mal hier ein bisschen Kleinholz aus diesen dann doch schon sehr wütenden und bösen Ranken. Bei der Grafik ist das momentan echt schwer zu entscheiden, was davon Deko ist und was davon wirklich uns angreifen könnte. Geht ja durch, ey, wie geschnitten Brot. Okay, die Tür ist zu. Haben wir die Rune schon? Nein. Erdrune fehlt uns noch. Okay. Die magischen Pilze bewegen sich auf und ab. Sie bringen euch immer höher, aber passt besser auf, dass ihr nicht abstürzt und spurlos versinkt. Also es könnte definitiv nicht schlimmer sein als... Vergesst es. Ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott. Ah, oh! Kritisch, ey. Ja, wo führt uns der Weg jetzt hin? Ach, die Erdrune. Geil. Auf Umwegen kommt man ja auch ans Ziel. So, dann mach mal auf hier. Danke. Also wenn das Schwert schon so reinhaut, ne, wie ist dann erst das spätere beste Schwert im Spiel? Das Zauberschwert. Hui! Genau, Dan, du hast recht. Ja! Aua. Das war so nicht beabsichtigt.
Einfach durch da. Einfach durch! Hey, der hat sogar geschafft, uns zu verletzen. Ein Silberschild, ne? Ja. Ja, das ist zum Beispiel so etwas, was ich meine. Grafisch gesehen hätte ich jetzt gedacht, okay, das gehört einfach dazu. Aber nö. War ein Eingang. Okay, dahinter ist nichts mehr. Alles klar. Dann mal hinein. Oder auch hinaus. So spart man sich den Weg natürlich auch gleich mal ganz. Prozent für den Seelenkelch, aber ich glaube, die Seele da oben weiß nicht, wohin damit. Es erinnert mich gerade an diese eine, das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute nicht kennen, aber das erinnert mich gerade an diese Szene aus dem ein Cinemassacre-Video von The Angry Video Game Nerd aus der Super Pitfall-Episode. Falls ihr es nicht kennen solltet, versucht das mal bei YouTube einzugeben. Unter Umständen könnte ich das auch mal verlinken. Weil dann wisst ihr den Insider zu schätzen. Ich komme einfach gerade nicht drauf klar. So. Sternrune. Oha. Was kommt denn jetzt? Eine böse Überraschung hier möchte ich nicht erleben. Ah, die Sache, ja. Okay, jetzt komme ich langsam wieder dahinter. Aua! Sage mal. Von Spawn und endlich eine ganze Zeit. Immer schön auf die Ranken, immer feste drauf. Komm, Dan, ich weiß, du hast eine krasse Ausdauer. Weiter. Immer weiter drauf. Come on! Oh, eine Zeitrune hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Hier, Schmieden brauchte Zeit. Ja, ist wahrscheinlich. Das war auch die Essenz wahrscheinlich dahinter. Da. Die Kombination kann erstmal so bleiben. Zwei Türen haben wir jetzt. Links oder rechts? Gehen wir erstmal links lang. Brauchen wir wieder einen Hammer. Truff! Oh. Ja, die Flasche selber bräuchte ich jetzt eigentlich noch nicht. Wobei, doch. Ich habe eben gerade nur auf die Lebensflaschen oben geachtet, aber gar nicht auf meine eigene Lebensenergie. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, ne? Oh, yes! Oh Mann. Also spätestens ab hier hinten, glaube ich, wird Zugzui echt ein Problem kriegen mit seiner Orientierung. Ja, ich weiß, ich ziehe die schon wieder zu viele... nee, hier wollen wir noch nicht hin. Zu viele Querverweise. Aber trotzdem, lasst mich. Ich darf das. Komm, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Für jeden gibt's eine Klinge!
Yeah! Okay, da haben wir noch eine. Aber die Flasche brauchen wir gar nicht. In Ordnung, jetzt dürfen wir erstmal wieder den ganzen Weg zurückkraxeln. Nö. Was war das denn gerade? Zurück zum Anfang. Aber ich finde es auch gut, dass nach einem dann doch schon sehr herausfordernden Level und vor allem Gegner, die wirklich verhältnismäßig für die Anfangs-Level von Medieval stehen, schon dann doch sehr overpowered wirken. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt auch noch den Helm benutzen. Ja, kommt mal wieder so ein etwas gediegeneres Level. Also, sehe ich gerne. Gut, das Schwert tut natürlich aber auch seine Arbeit, ist klar. Kamera, ey. Die haben wirklich versucht, alles vom Original rüberzunehmen. Auch die dann doch schon manchmal sehr hakelige Kameraführung. Aber wer die ganze Nostalgie haben will, der muss sich halt auch damit auseinandersetzen können. So. 1, 2. Das war schon wieder sehr knapp bemessen. Das war zu knapp. Klar, warum auch auf die Holzplanken? Dann doch lieber noch mal ganz von vorne. Oh, Alter. Oh. Wie wird das dann erst später in den Totensümpfen? Ai, ai, ai. Wenn die überhaupt so hießen. Nee, ich glaube, links war kürzer. Ui! Durch da, Daniel! Aber die Flasche nehme ich mir jetzt noch mit. So hat es alles seinen Sinn. Also das war beabsichtigt, dass ich da vorhin runtergefallen bin. Weil wir wollen ja nichts liegen lassen, ne? Vor dem Herrn des Gemüsefelds, der einzigartigen Pflanze, die mit ihren edlen Ranken eine Armee ins Feld führt. Er ist rund, er ist gesund und er ist Zaroks Geheimrezept. Er ist König Kürbis. Es ist einfach episch. Ich kann dem einfach nichts mehr hinzufügen, außer zu sagen, es ist episch. Und ich bin mal sehr gespannt, wie der aussehen wird. Im Heldensaal muss man sich Verbündete suchen. Zack, ritsch, ritsch. Kaum rollen ein paar Zombie-Köpfe und schon glaubt ihr, ihr habt euch im Kampf verdient gemacht. Ihr seid doch lange nicht am Ziel. Genau diese Art habe ich an dir vermisst. Aber gut, dass du auch wieder zur alter Stärke zurückfindest. Aber wir lassen uns davon ja trotzdem nicht unterkriegen. Wir machen weiter. Und seht mal. Die große... Ja, wie kann ich das nennen? Runde ist es ja nicht, aber... Der große Tisch füllt sich allmählich mit den Kelchen. Mein Gott, Fortescue, ihr seid vielleicht ein Glücksspitz. Ich habe hier was, das ich euch leihen könnte. Nehmt es, wenn ihr wollt. Denkt aber daran, dass ich das nicht für euch klapperigen Schwachkopf tue, sondern nur für das arme Volk von Gallowmere. Naja, wie gesagt, er ist und bleibt einfach ziemlich hochnäsig.
Aber weißt du was? Dein Schwert kriegst du trotzdem nicht mehr wieder. Was behalten wir jetzt? Ja, guckst du blöd aus der Wäsche, ne? Er sieht auch so in der Position aus, als würde er sich immer noch versuchen wollen, das Schwert jetzt zurückzugreifen. Nö! Nichts da! Das kriegst du nicht mehr wieder. Ja, wir wollen natürlich den Heldensaal verlassen. Nach der Kürbisschlucht kommt die Kürbisschlange. Ob das damals das Level schon genauso hieß, weiß ich gar nicht mehr. Aber auch da muss ich sagen, Hut ab, dass sie wirklich in einer Remastered-Version sich wirklich an die Vorlage gehalten haben. Klar, Resurrection hatte dann doch schon gravierende Abweichungen zum Original. Es war ja auch kein Remaster, das war ein Remake. Das darf man nicht vergessen. Und sie hatten bei der Kürbisschlucht sowohl die Kürbisschlucht selber, als auch den Bosskampf gegen König Kürbis zusammengetan. Als ein großes, ganzes Level. Deswegen muss ich sagen, ich finde es hier nach wie vor, ich bin halt ein Spieler alter Schule, was das angeht, deswegen ja Nostalgie-Flashback pur, muss ich sagen, diese Abspaltung zwischen Level und Bosskampf, ja, es ist einfach so wie damals und genau so möchte ich es sehen. Ja. Aber gut, im nächsten Part geht es dann dem geheimen Rezept von Zarok an die Ranken. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Medieval Remastered.